Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Horst. Und wir spielen heute ein paar Runden Ranked im Wild. Dem einen oder anderen von euch ist sicherlich aufgefallen, dass ich in letzter Zeit wieder öfters Wild spielen und dass auch meine Folgen öfters im Wild spielen. Der Grund dafür ist, dass ich in diesem Monat, also im Juni, mal wieder einen Versuch starten möchte, auf Legend zu kommen, und zwar im Wild. Das heißt also, ich habe mir jetzt einige Decks angeguckt, habe auch einige Decks gebaut, und heute starten wir mit einer Variation, eine Variation des Jade Druiden. Und dieser Jade Druide hat so ein paar spezielle Mechaniken drin, die ich euch einfach mal ganz kurz erklären möchte. Denn es ist jetzt so, dass wir wie eigentlich inzwischen fast in jedem Midrange Control Deck, der gute Spells spielt, einen Vargoth drin haben. Und holy shit, kann Vargoth in diesem Deck ausrasten. Es ist ähnlich wie beim Priest, zwar nicht so extrem wie beim Priest, aber doch schon so in die Richtung, denn der Druid hat auch eine Karte, die Sachen aus dem Deck rausziehen kann und die sogar Vargoth aus dem Deck rausziehen kann. Und dabei handelt es sich um Oaken Summons. Wenn wir wirklich den perfekten Play haben und auf Turn 4 Oaken Summons spielen können, es zieht uns Vargoth raus und Vargoth spielt dann nochmal oder castet nochmal Oaken Summons und zieht uns irgendwie einen Hackleford, einen Ironwood Golem raus, ist es der perfekte Play, der perfekte Start 4 und meistens einen Instant Surrender von irgendwelchen Agro-Decks. So, des Weiteren ist es halt ein typischer Jade-Druid. Wir wollen versuchen, hart zu jaden, irgendwelche Big Priests out-valuen und so weiter und so fort. Versuchen uns also eine Jade-Army hier aufzubauen und über Vargoth vielleicht zusätzlichen Ram, zusätzliche Rüstung oder alternativ auch einfach zusätzliche Jades zu generieren. Ansonsten, wie gesagt, relativ einfacher, typischer Jade-Druid. Das ist so ein bisschen die einzige Variation, die hier mit drin ist. Dieser Vargoth, der schleicht sich einfach in jedes Deck, das irgendwelche Value-Spells hat, die man öfters als einmal casten will und die weniger als 6 oder weniger Mana kosten. Dass man sich halt auf jeden Fall mit Vargoth spätestens auf Turn 10 rauscasten kann. Es ist momentan so, dass die Wild Ladder ein bisschen am Rotieren ist, möchte ich mal sagen. Also ich habe in letzter Zeit auch schon des Öfteren, muss es halt einfach sagen, weil es so ist, des Öfteren gegen Big Priests spielen müssen. Habe dann auch selber teilweise Big Priest gespielt, wie ihr vielleicht in einer der letzten Folgen gesehen habt. Aber es hat trotzdem einfach Spaß gemacht, weil Big Priest ist jetzt nicht das Matchup, wo ich dauerhaft sagen muss, das ist absolut ätzend. Natürlich kann er extrem abgehen. Er kann Turn 4 Barnes rausspielen, into Yishirai, into bla 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 bla. Gewinnt das Game. Safe Call. Aber es gibt halt auch noch die Alternativen. Was macht er bis Turn 4? Was macht er, wenn wir ihn Turn 5 schon töten können mit irgendwelchen Agro-Decks? Und so weiter und so fort. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten im Wild auf Big Priest zu reagieren. Und lustigerweise, da ich HS Replay in letzter Zeit auch des Öfteren nutze und mir das so mal genauer angeschaut habe, ist der Big Priest von der Winrate jetzt nicht mal irgendwie das stärkste Deck. Er hat irgendwie so eine, ja, sagen wir einfach mal so eine 63%ige Winrate so um den Dreh rum. Und es gibt halt einfach Decks, die deutlich, deutlich höhere Winrate haben. Und zwar wirklich um 2%. Und 2% ist nicht wenig, Leute. Doppel-Oaken Summons, sehr, sehr schön. Das heißt also, wir können hier unseren Vargoth Safe Call rausholen, was wir auf jeden Fall jetzt auch machen werden. Außer wir topdecken ihn, das wäre ein bisschen ätzend. Aber so ist es dann nun mal. Und ja, wir schauen. Oh, wir ziehen zwei Karten, sehr schön. Kurz vielleicht noch hier zur Information, wie das Ganze denn jetzt ablaufen wird. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte Vargoth, maybe. Du bist kein Vargoth, aber es ist okay. Wie das Ganze jetzt ablaufen wird, ich werde natürlich versuchen, euch immer mal wieder auch Standard-Decks zu zeigen, aber ich werde mich jetzt mehr, zumindest privat, aufs Wild stürzen und dort auch ein bisschen experimentieren. Das heißt also, ich werde immer wieder... Okay, ich werde immer wieder so auf diesen typischen Save Points, also sowas in Richtung Rang 10, Rang 5 und vielleicht irgendwann mal Rang Legend, dann irgendwelche Jank Decks zeigen. Wir werden auch, wie gesagt, Standard noch des Öfteren spielen, will mich aber trotzdem ein bisschen spezieller in die Richtung Ranked stürzen und halt zwar Competitive Ranked. Das heißt also, ich versuche die ganzen Games hier richtig zu setzen, versuche so wenig Missplays wie möglich zu machen, vielleicht ein bisschen weniger das ein oder andere Mal zu reden, weil das doch auch hilft, muss ich sagen, wenn wir da ein bisschen
Einfach, wenn ich da mich ein bisschen besser konzentrieren kann und so weiter und so fort. Oh, Jade Blossom ist nochmal ein Ramp. Sehr, sehr schön. Um da vielleicht einfach wirklich das mal zu schaffen, in Richtung Legend zu kommen und dort halt auch zu punkten. Ich weiß jetzt nicht ganz, gegen was wir hier für ein Deck spielen, aber es ist meiner Meinung nach ein Freeze Mage, aber ein absolut typischer Freeze Mage, wo wir halt einfach schauen müssen, wo wir bleiben. Das heißt also, ich spiele jetzt auch mal eine Aya Blackpaw raus, wir hitten ihn jetzt, um zu schauen, ob er hier einen Iceblock hat oder was für ein Ding es ist. Es ist auf jeden Fall kein Vaporize, es ist kein Counterspell, es muss also vermutlich ein Iceblock sein. Und ich denke, wir haben mit unserem Deck vielleicht hier ganz gute Chancen. Das Problem ist halt, wenn er hier den OTK-Mage spielt mit Simulacrum und so weiter und so fort, ist es natürlich schwierig für mich, das Ganze zu handeln, weil dieses Deck kann ich meistens nicht irgendwie handeln, wenn er genug Board Removal zur Verfügung hat. Und das hat er momentan. Obwohl wir uns eigentlich ja ganz stark dagegen halten bis jetzt mit unseren ganzen Minions, die wir hier mal wieder aufs Board spielen. Jetzt könnte noch ein Flamestrike rauskommen. Das überleben auch einige meiner Minions, die ihm dann extrem viel Damage machen könnten. Wir können dann Vargoth spielen vielleicht, oder besser gesagt Oaken Summons, der halt Vargoth dann rauszieht, vielleicht plus den Iron Golem. Und da können wir dann halt ordentlich... Okay, er will uns auf jeden Fall OTK. Das heißt also, wir werden Branching Path auf jeden Fall auf Rüstung spielen, um hier den OTK zu preventen einfach nur. So, um das Ganze vielleicht einfach nur mal ein bisschen genauer darzustellen. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall auch noch Standard spielen. Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass Standard auch nicht zu kurz kommt. Damit auch die Leute, die hier halt eigentlich da sind für Standardformat, auf jeden Fall auch auf ihre Kosten kommen. So, dann werden wir hier jetzt einfach mal... Ich werde seinen Eisblock poppen. Dann gehen wir auf Armor. Armor. Noch mehr Armor. Und in Turn. Weil die Sache ist nämlich die, er hat jetzt 4 Leben. Wir haben noch ein zweites Swipe in unserem Deck drin. Wir haben viele Draw-Karten. Wir haben Ultimate Winfestation, das auch direkt 4 Damage verteilen kann. Wir haben verschiedenste Sachen, mit denen wir ihn hoffentlich liefern können. Er geht jetzt hier auf Arcane Intellect, sucht wahrscheinlich den Iceblock, sucht immer noch den Iceblock. Ich spiele lustigerweise ein relativ klassisches Deck. Also wirklich so eins, wie ich halt vom Freeze Mage tatsächlich kenne. Okay, er gibt mir hier die Möglichkeit, kann jetzt aber kein Secret mehr spielen, hat auch keinen... er kann sehr wohl noch ein Secret spielen, er hat ja da noch ein paar Karten, die billiger sind. Und damit ist es well played. Schießen wir nicht mehr den Damage und gewinnen das Game. Der Swipe wäre sogar im nächsten Zug gekommen. Das heißt also, wenn er, selbst wenn wir in diesem Zug nicht die Ultimate Manifestation gezogen hätten, wären wir wahrscheinlich im nächsten Zug dann trotzdem in Richtung Leafy gegangen. So, weiter geht's. Versuchen wir noch ein paar Wins zu erzielen. Wie gesagt, ich möchte ja Richtung Legend kommen. Und da wäre es halt schön, wenn wir so schnell wie möglich eigentlich auf Rang 5 kommen. Das wenn möglich mit einer Winstreak oder sowas. Und ich denke, dass da der Druid eigentlich ein ganz gutes Deck ist. Ich meine, überleg dich einfach mal, wir können gegen ja jetzt hier Big Priest wahrscheinlich nicht so gut anstinken, aber gegen die ganzen anderen Decks haben wir halt wirklich viele Möglichkeiten, Sachen zu machen. Und Poisonous Seed ist halt auch gegen Big Priest einfach eine super kranke Karte, weil es kann dann einfach sein, dass er so viele von den 2-2ern sich beschwört. Das kann schon ganz schön Value sein. Ja, wir packen mal alles weg, außer Ferocious Howl. Die Karte mag ich eigentlich auf der Starthand zu haben. Aber weil es eine starke Sache ist, Doppel Jade Idol gefällt mir halt eigentlich überhaupt nicht. Aber ich meine, hey, wir müssen das hier halten. Jade Idol ist so unsere Late-Game-Versicherung eigentlich, dass wir, falls es irgendwie so in Richtung Fatigue-Deck ist, dass wir da vielleicht noch weitergehen können. Zweites Ferocious Howl jetzt auch noch mit am Start. Wir grüßen mal den Big Priest, der jetzt wahrscheinlich erstmal 4 Runden lang nichts machen wird. Ich hätte hier auch einen Jade Idol spielen können, aber... Ja, das ist... Ich weiß nicht, es ist immer so ein bisschen schwierig. Soll man Turn 1 einen Jade Idol spielen oder nicht? Oder will man sich das vielleicht aufbewahren und dann später schaffen und so weiter und so fort? Das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Ich habe es jetzt hier an dieser Stelle gehalten, um ein stärkeres Ferocious Howl zu haben, um eine bessere Rüstung zu kriegen. Der ein oder andere wird es vielleicht von euch nicht verstehen, warum man das macht, aber diese Rüstung kann gegen den Big Priest extrem gut sein und deswegen war es für mich hier eigentlich ein safer Keep, muss ich ganz ehrlich sagen.
Jetzt muss ich schnell mal einen Blick auf mein Handy werfen, denn... Aha, okay, okay. Sollen wir mal versuchen, hier seine Combo-Pieces rauszuziehen? Oder das Problem ist, dass Hacklebot halt gegen einen Big Priest eigentlich niemals eine gute Entscheidung ist, meiner Meinung nach. Aber wenn ihr euch überlegt, was für Bullshit da einfach rauskommen kann, wir holen uns jetzt mal einen 1-1er Jade. Ist gerade sowas in die Richtung, Yishirai oder sowas. Oder vier, so ein 4-9er Statue oder so. Das ist halt, holy shit, ein bisschen uncool. Was ich jetzt hier echt schade finde, wir hatten keinen Ramp am Start. Das ist immer ein bisschen uncool. Wir haben 9 Karten auf der Hand. Er ist auf 8 Karten. Wir hitten ihn mal für 2. Wir können hier nicht overdrawn. Das ist also in Ordnung, wenn er jetzt hier auf irgendwie die Shadow Essence geht oder wie es auch immer heißt. Sollte das für mich fein sein? Vielleicht hat er sie auch nicht gezogen. Oh, na, echt jetzt? Oh, ich hasse diesen Play. Das ist der schlimmste Play, der eigentlich passieren kann. Weil jetzt gibt es 2 Alternativen. Entweder ich töte ihn direkt. Das heißt also, ich spiele hier Jasper's Bellstone oder sonst was. Und dann resummont er ihn. Dieser Resummon suckt. Und zwar übelster Sorte. Deswegen entscheide ich mich hierfür, direkt auf den Poisoner Seed zu gehen, auch wenn es ein harter Spielzug ist. Weil wir ihm damit erstmal ein Ding in den Pool schaffen. Wir schaffen ihm damit einen Treant und leider den Thorison auch zusammen in den Pool. Wenn er jetzt resurrected, besteht die Chance, dass er jetzt immer den 2-2 hier rauskriegt. Komm. Nice. Das ist nämlich genau das, was ich hier sehen möchte. Und desto mehr Treants wir jetzt hier töten, desto besser stehen wir natürlich da. Er ist auf 8 Karten, wir können ihn eine Karte overdrawn lassen. Das werden wir auch direkt mal machen. Wir rampen erstmal, gehen auf einen 2-2er. Lassen ihn eine Karte overdrawn, weil die Katharina ist halt eine super ätzende Tante. Ne, Katharina heißt sie, gell? Wie heißt sie nochmal? Katharina. Und train Hero Ability Phase. Good. Shadow of Death ist okay. Also es ist jetzt nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall okay. Seine ganzen Resurrect Spells, außer diese 2 direkten Discover Resurrect, sind jetzt eigentlich 50-50 Chancen, dass er was Gutes rauszieht. Entweder halt sowas in die Richtung von, ja, okay, Shadow Essence. Schlechte Shadow Essence. Und Resurrect auf dem... Nice! Das sind genau die Plays, die ich sehen möchte gegen den Big Priest. Also, es war übel wichtig, meiner Meinung nach, dass wir das Poisonous Seeds benutzt haben, um hier den Thorison plus den Baum zu zerstören. Einfach, dass sein Pool direkt schon aus schlechten Karten besteht. Ja, war ein wichtiger Play, Leute. War ein super wichtiger Play, fand ich. Weil Resurrect Priest kann zwar viel machen, wenn man nichts gegen seinen Pool irgendwie machen kann, den er im Friedhof hat. Wenn man aber wirklich Karten hat, die den beeinflussen, sagen wir Frog oder Sheep oder von mir aus auch hier jetzt der das Poisonous Seed, dann ist das super insane. Dann rasten die meistens aus. Swipe packen wir weg, weil wir wissen, hey, ist ein Big Deck. Es ist derselbe gewesen, oder? Ja, es war derselbe. Er hat einfach keinen Bock, Leute. Er hat einfach absolut keinen Bock mehr. Komm, lass mich nochmal gegen ihn matchen. Das sind jetzt free Stars, ey. Jay Druid, wie kann man so ein schreckliches Deck nur spielen? Oh, ich hätte so gern Vargraphy jetzt rausgezogen. Paladin, okay. Das ist interessanterweise ein Matchup, wo ich sagen muss, es ist schwierig zu handeln, weil ich sehe da eigentlich so gut wie immer den Ord Paladin und Ord Paladin ist immer noch meiner Meinung nach eins der stärksten Decks. Ah, es ist Ord Paladin. Das ist eigentlich mit einer der besseren... Oh, fuck.
Okay, jetzt ist es nicht mit einer der stärkeren Starthände. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir Oaken Summons auf Vargoth spielen können und dass wir dann über Vargoth vielleicht irgendwie uns irgendwas rausholen können. Aber wenn das so läuft direkt, wir müssen halt schaffen, auf Turn 6 zu kommen, wenn er ein volles Board hat, das nicht gebufft ist, sonst sind wir so gut wie tot. Sonst sind wir einfach so gut wie tot. Und der muss jetzt... Okay. Ja. Annoying. Wie viel Rüstung fehlt mir noch? 2, gell? Das heißt, wir hätten hier... Können sie aber leider nicht töten. Und das ist halt... Das ist halt richtig bad, Leute. Weil er sich halt damit jetzt 2 oder vielleicht 4 sogar 1-1 machen kann, die halt die Divine-Shield haben. Okay, wir haben Glück, er hat kein... Oh, doch, warte mal. Wir haben doch kein Glück, er kann sich doch 4 Stück machen. Wir haben keinen Swipe oder sowas in die Richtung. Müssen jetzt halt hier über Open Summons gehen und hoffen, dass es sich nicht noch ein größeres Board halt machen kann. Ansonsten ist es actually okay, muss man sagen, weil wir halt... obwohl, wollen wir das jetzt einfach Ferocious hauen? Nee, wir spielen das hier raus. Das ist... Wäre super sinnlos, jetzt hier irgendwie anders zu gehen. Wir kriegen hier den 3-6er, das ist schön. Der wird hier auf jeden Fall ein bisschen was fressen. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt also, er kann hier nicht traden, außer er würde hier eine... die Waffe spielen. Wie heißt es denn nochmal? Ah, okay. Oder er mount-upt hier mal schnell. Dieses Deck ist halt einfach übelst strong. Holy shit, einfach nur. Rüstung Kill oder Kill? Auf jeden Fall mal Rüstung. Und wir töten den hier, weil er theoretisch nur 2 Minions aufs Board kriegen kann, die ihm hier irgendwas bringen. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass er auf den Play gehen wird. Muss aber dazu sagen, dass es nicht der optimalste Player an dieser Stelle ist, weil seine Dudes jetzt nicht die stärksten sind. Also ich meine, klar, 3-3 ist strong und alles mögliche, aber 2 Stück hier halt nur rauszuziehen ist jetzt gegen einen Druid, der halt wirklich Spreading Plague am Start hat, nicht das optimalste. Problem ist halt, wir müssen schauen, wie wir jetzt hier hinterherkommen. Also ich meine, wenn er jetzt schafft hier, er schafft 4 Stück, glaube ich, abzutraden. 1, 2, na, nicht ganz. Mit Glück hat er halt keine Waffe oder sowas noch mit am Start, die er nutzen kann, um irgendwas zu buffen. Ja, mit Glück hat er auch hier... Halt, gibt es einen Bounce-Spell, der irgendwie... Ja, okay, das habe ich mir schon fast gedacht, dass er vielleicht nochmal einen hat. Aber dann sind wir jetzt in der Position, wo wir sagen können, hey, wir spielen Poisonous Seed und es ist auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Ja, jetzt auf jeden Fall. Jetzt auf jeden Fall. Das ist jetzt ein Safe Call, dass wir Poisonous Seed spielen. Können wir noch irgendwas traden? Wir nehmen sie weg. Hero Ability oder alternativ einen 1-1er Jade zu einem 2-2er machen. Ja, wir nehmen den 1-1er Jade und machen ihn zu einem 2er. Damit haben wir halt echt hart sein Board einfach auseinandergenommen. Ich meine, wir haben damit Doppel Quartermaster genommen. Wir haben damit Doppel 5-5 oder besser gesagt 5-4 aus dem Game rausgenommen. Das ist auf jeden Fall in Ordnung ein Play gewesen. Oh, Lower Tap, okay. Nicht so cool, aber ich denke mal, damit können wir handeln. Jade. Wir holen uns den hier raus. Gehen auf die 2 Scarabs. Gehen auf Rüstung. Machen einen Turn. Wir haben im nächsten Zug einen Hackleboard,
der hoffentlich einen schlechten Minion aus seinem Deck rausziehen wird. Und noch ein Jade Behemoth, das heißt einen 3-8er und einen 3-6er, die uns ein bisschen Sustain geben sollten, dass wir hier hoffentlich überleben. Ich meine, er hat Doppel-Quartermaster auf jeden Fall schon rausgespielt. Ich weiß nicht, ob er... Er hat einen Maul noch dabei. Das heißt also, wir kriegen hier jetzt nochmal ordentlich Damage. Obwohl, so ordentlich ist es gar nicht. Es ist 3, 4, 5, 6... Ah, okay, doch, es ist doch ein bisschen mehr Damage leider. 16, 14... Ja, das ist natürlich jetzt nicht optimal, Leute, wie es hier läuft. Das ist jetzt natürlich nicht optimal, dass seine ganzen Dudes nochmal gebufft worden sind, wir keinen Swipe am Start haben, weil Swipe wäre hier meiner Meinung nach der beste Draw, den wir einfach im Leben kriegen könnten. Und zwar wirklich der beste Draw, damit würde fast alle sterben. Okay, ja, ein Baku mit am Start hier noch. Aber es sollte GG sein an dieser Stelle, wir können das nicht mehr handeln. Es wäre, Swipe wäre die einzige Karte. Branching Path. Mit Rüstung, Rüstung. Wären wir auf wie viel? Auf 17. 17, wir bringen einen 3-6 heraus. Den tradet er mit ihm ja ab oder mit ihm ja ab. Das heißt also, er hätte noch 6. Wir müssen auf das Swipe gehen. Dammit. God damn it, es wäre echt eine gute Sache gewesen, hätten wir das gezogen, aber so können wir das nicht gewinnen. Das ist halt genau die Sache, die ich meine. Gegen Odd Party brauchen wir halt sowas wie eine Spreading Plague, eine zweite, die wir jetzt halt erst gezogen hätten. Oder alternativ halt sowas wie Swipe. Weil er sein Board hält. Habt ihr euch das angeguckt, wie wenig Leute dort mehr als ein Leben hatten? Das waren, glaube ich, 3. Und das hätten wir gewinnen können, Leute. Aber trotzdem, eine ganz gute Winrate, möchte ich jetzt mal sagen, mit dem Deck. 60%, nee, sogar mehr als 60%. Wir haben jetzt gerade 3 Wins gemacht. Ja, sagen wir 60%, weil der eine halt direkt surrendert hat. Ich bedanke mich hier recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das ganze Deck gefallen hat, dann zeigt mir das doch auf jeden Fall. Einfach unten in den Likes oder Daumen nach oben oder wie auch immer man das nennen möchte. Schreibt mir einen schönen Kommentar dazu, was ihr dazu meint, dass ich jetzt mal wieder hier ein bisschen in Richtung Ranked Wild gehen möchte oder vor allen Dingen auch in Richtung Ranked Legend. Und ja, wenn ihr das Deck selber spielen wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall den Deckcode. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Türelü!